Ich hab's gleich. Ja, ich bin gleich erster. Komm schon. Ja. Oh Mann! Ey, Fortnite nervt so. Ich hasse dieses Spiel. Warum zocke ich denn eigentlich noch? Ich krieg einen Anruf. Mann, ey, dieses dumme Drecks. Ja, hallo? Wer nur hier? Ich bin's, der Vater von Elias. Elias wurde entführt. Was? Elias wurde entführt? Ja, ich hab Katzengeräusche gehört und auf einmal war er weg. Warum hast du nicht die Polizei gerufen? Weil ich weg war und dann krieg ich Ärger und du warst doch Polizist, oder nicht? Woher weißt du das denn, dass ich mal bei der Polizei gearbeitet habe? Ja, das ist richtig. Ja, weil ich abonniert habe und alle deine Videos like. Du musst für mich Elias finden. Okay. Du bist arbeitslos. Ich verstehe. Ich bin arbeitslos, wenn das nicht geklärt wird. Mhm. Pass auf, wir machen das so. Ich komme vorbei, du bleibst, wo du bist. Völlig egal, wo du bist. Ich kümmere mich darum. Ich werde mir den Fall mal ansehen und halte dich auf dem Laufenden, wenn ich was gefunden habe, okay? Ja. Okay. Alles klar, ich mache mich auf die Socken. Bis dann, ciao. Leute, wir haben Notfall. Wir müssen zu Elias. Auf geht's. Let's go. Okay, Leute, ich bin unterwegs und ich habe hier einen Notfall mitbekommen. Oh, wow, wow. Was ist hier denn schon wieder los? Alter, yo, was liegen hier die Spielzeuge? Ich werde die Schaumfallkanone mal ganz in meine Hand nehmen und... Ah! Ah, Ketab! Du gehst raus hier aus der Bude. Hast du mich verstanden? Catnap, du sahst aber schon mal anders aus. Wer bist du denn? Leute, der lacht ja irgendwie so ganz komisch. Anscheinend macht er nichts. Warte mal ganz kurz. Catnap, mach mal Platz. Catnap, tu so, als ob du schläfst. Catnap, komm hoch. Na los. Folg mir, Catnap. Leute, ist das... Ist das Friendly Catnap? Friendly Catnap, was ist hier passiert? Brudi, geh nach hinten. Catnap, komm zu mir. Yo, das klappt ja wirklich. Okay, Leute, ich habe Catnap hier. Ich nehme die Schaumpfeilkanone. Catnap, wir haben ja ein Problem. Weißt du, was passiert ist? Ist das ein Ja, Leute? Er macht seinen Kopf irgendwie so ganz komisch. Okay, ich guck mich mal hier um. Du bleibst hier. Am besten komm mal mit hier vor die Tür oder sowas, mein Lieber. Du kommst jetzt mal vor die Tür. Hierher, okay? Du hältst hier Wache. Leute, falls hier jemand reinkommt, ich muss jetzt einmal mich umziehen. Das hier ist ein offizieller Tatort. Alles klar, Leute. Ich bin wieder im Dienst. Einige von euch wissen ja vielleicht schon, ich war mal Polizist. Und ja, ich habe natürlich mir jetzt extra wieder Polizeiausrüstung zugelegt, um hier entsprechend zu agieren. Ihr seht's schon. Und ich habe natürlich auch entsprechend meine Sonnenbrille dabei. Also, wir gehen in den Tatort rein. Ich muss hier einmal gucken, was hier los ist. Bring mich rein. Naja, was haben wir hier? Oh, wir haben hier einige Spielzeuge, umgekippte Stühle. Wir haben ein Gewürzgürkchen auf dem Tisch. Das ist ja auch schon wieder höchst interessant. Interessant, Leute. Ah, was ist hier auf Toilette? Hier sieht es so weiter. Oh, hier ist ein Spielzeug. Auch wieder Gewürzgürkchen, okay. Ah, was haben wir in der Küche? Keine Kinder hier. Ich gehe mal hoch zum Schlafzimmer. Oh, hier liegt schon Teddy. Was ist denn hier passiert? Hallo? Ist da wer? Keiner da. Hier liegt überall Spielzeug. Elias? Kein Elias hier, Leute. Verdammt nochmal, was ist denn hier los? Elias, was... Leute, Elias ist hier irgendwie als Kuscheltier neben zwei Gegenständen. Das ist hier ein König beim Schach und das ist irgendwie ein Zylinder. Was soll das heißen? Okay, ich guck mal weiter unten. Wir müssen ja irgendwie herausfinden, was hier geschehen ist. Ich gehe mal in die Küche und schau mal mich um. Hier ist alles offen. Was ist... Ist das ein Buchstabe? Leute, ist das ein Buchstabe? Das hier ist ein H, oder? Okay, wir behalten uns das in die Notiz. Das ist ein H. Warte mal ganz kurz. Ich habe ja noch ein Gürkchen gefunden. Das ist I oder was? Ein I oder ein L? H, I, H, L? Keine Ahnung. Wir gucken weiter. Da hinten waren auch noch welche. Das ist ein L, oder? Hill. H-I oder L-I. Vielleicht ist die Reihenfolge auch falsch. Hill. Oh, warte mal ganz kurz. Hier unten ist noch ein Gewürzkürkchen. E? Ist das ein E oder ein W? Hill. Okay, ich guck mal weiter. Es scheint ja so hier, dass in den Räumen irgendwie was drin ist. Okay, Leute, wir sind hier was ganz Heißes auf der Spur. Was zur Hölle ist hier passiert? Wo ist Elias? Ich muss mit Catnap reden. Catnap, herkomm! Catnap! Wow! Wow, Catnap! Hilfe! Wir haben hier ein ganz großes Problem, Leute. Es wurde uns eine geheime Botschaft übermittelt. Catnap! Da steht Hilfe auf dem Boden in Gewürzgürkchen. Was ist hier passiert? Ich trete die verdammte Tür ein. Ich trete sie ein! Catnap, rein hier. Wir gehen in den Kühlschrank. Wir gucken uns hier um. Du bleibst hier. Keiner kommt hier rein. Warte, ich guck mir diesen Kühlschrank hier an. Ich trete die verdammte Tür ein!
Gut, wir haben den Tatort soweit erstmal geräumt, ein bisschen sauber gemacht und wir gehen jetzt mal auf die Suche, was hier los ist. Catnap, kommst du rein in den Fahrstuhl? Oh Mann, Leute. Catnap, mach nicht diesen. Und jetzt komm rein hier. Sehr gut. Wollen wir mal. Ah! Es tut mir leid, Catnap. Ist auch egal. Okay, Catnap, du bleibst jetzt mal ganz kurz hier. Ich sehe da Emily mit einem Zauberbuch in der Hand. Emily, was ist das denn hier? Ich bin auf der Suche nach deinem kleinen Bruder. Hilf mir. Wem hast du das Buch, Emily? Ich hab dich. Und du kommst jetzt mit. Wir müssen einmal, Catnap, Beweisführung hier. Catnap, hör zu. Mach einmal Platz, bitte. Catnap, Platz. Geht doch. Du passt jetzt hier auf Emily auf. Hast du mich verstanden? Muss einmal kurz einen Anruf erledigen und dann werden wir das ganze Apartment hier hops nehmen. Wir gehen erstmal in meine Wohnung rein und dann gucken wir überall woanders. Papa hier. Ja, hallo, Denno hier. Hä? Warum redest du so komisch? Ja, du, hör mal, ich hab jetzt hier deine Tochter gefunden. Die ist erstmal sichergestellt. Ich sag mal so, der geht's gut. Ich werde jetzt hier einmal eine Durchsuchung vom gesamten Apartment vornehmen. Da, wo ich auch wohne, einmal reinschauen. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir Elias hier gerade auf dem Fersen sind. Ich wollte dich nochmal informieren. Ich gehe davon aus, dass er entführt worden ist. Entführt? Ja. Mhm. Bitte, du musst Elias unbedingt finden. Okay. Ich mach mich auf die Socken, bis dann. Denno out. Okay, Catnap, du bleibst hier. Ich guck mich das hier einmal erstmal in Ruhe um und dann schauen wir mal, was Phase ist. Hier sind alle Türen offen. Das ist auf jeden Fall schon mal höchst interessant. Ich weiß ja nicht, aber da ist ein Notausgang. Okay, ich mach mal die Tür auf. Hallo, ist da jemand in meiner Wohnung? Anscheinend nicht. Dann gehen wir mal. Das war Catnap, Leute. Habt ihr es gesehen? Das war der andere. Hallo? Catnap! Elias, dein Nisser! Du lässt Elias jetzt in Ruhe! Die sind weg! Nein! Da war er gerade! Was soll das, du verdammter Catnap? Was? Geschichte eines verdreifachten Mannes, geheime Blabber Passagen. Verdammt, Leute, vielleicht muss ich hier irgendwie. Ein Hinweis finden. Was soll da draufstehen? Nix. Keine Buchstaben. Emily, was machst du denn hier auf Toilette? Hast du das gerade mitbekommen? Wo ist Elias? Du sagst es mir jetzt. Ich setze dich hier einmal in die Toilette und hol mir Catnap. Tu mir den Emily, kannst du das lassen, bitte? Du setzt dich jetzt auf Toilette, okay? Tu mir den Gefallen und teleportiere dich hier jetzt nicht mehr um die Bude. Du gehst später mit. Ich bringe den Elias hier wieder nach Hause. Verstanden? Was guckst du denn so? Oder will dir mir irgendwas sagen? Ich mache jetzt die Tür zu, ne? Du kommst ja nicht mehr raus. Warte mal, Leute. Ich muss das hier nochmal regeln. So, wir machen einmal die Toilette runter. Ja, das ist schon viel besser. Und so bleibt sie auch wirklich an Ort und Stelle, Leute. Fixieren ist auch ganz wichtig. Ich gehe mal gucken, was der Catnap hier so treibt. Na komm, mein Lieber. Na los, Catnap. Wir müssen. Du hast das Baby ja überhaupt nicht irgendwie gerade an Ort und Stelle gehalten. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, ne? Aber, sag mal, hast du eigentlich einen Zwillingsbruder? So? Weil ich habe deinen Zwillingsbruder gesehen. Der hat hier komische Sachen gemacht. Komm mal mit. Du gehst jetzt hier zum Fahrstuhl, okay? Hier bleibst du stehen. Hallo, Catnap? Bleibst jetzt hier und bewachst den Fahrstuhl. Ich komme gleich. Ich muss jetzt einmal eine Untersuchung durchführen. Wir gehen mal hier in diese Räume. Wir können jetzt soweit keine Türen aufmachen. Was geht hier ab? Ich guck mich mal um. Hallo? Der König kommt? Was soll das bedeuten? Hä, was läuft denn hier? Ah! Oh Gott, Alter, wie groß ist denn das Baby geworden. Catnap, lass das Baby runter. Diggi, wer ist denn hier überhaupt der Alter? Elias, du sollst nach Hause kommen, dein Papa vermisst dich. Oh Gott, habt ihr es gesehen, der Kopf? Geh weg hier. Ich habe ein ganz, ganz großes Problem. Catnap steht direkt vor der Tür. Ich aktiviere den Strom. Was ist jetzt? Hä? Huh? Elias? Elias, hör mal zu jetzt! Du entschrumpfst dich jetzt mal, Kollege! Was soll denn das hier? Du kannst doch nicht Catnap berufen und dann hier irgendwie auf Achse gehen, oder was? Dein Vater findet das überhaupt nicht gut! So, Kollege, du brauchst jetzt hier gar nicht so blöd zu gucken, Junge. Wie groß bist du denn eigentlich geworden? Du gehst jetzt hier drunter und dann müssen wir jetzt mal irgendwie mit einem Hammer und einem Tape, Digga, deine Größe wieder hinkriegen. Mann, was soll das denn, Elias? Du kannst doch nicht hier weggehen! Dein Vati vermisst dich! Mein Auftrag ist, dich jetzt wieder nach Hause zu bringen. So, sonst gibt's eine Anzeige nicht. Nächstes Mal. So, dann fangen wir mal an. So, mein Lieber. Erledigt. Und jetzt geht's ab nach Hause. Kann ja wohl nicht sein, dass du hier die ganze Zeit... Also, weißt du was? Ich habe da Sachen gesehen. Da stand irgendwie im Buch, hilf mir, sonst irgendwie was. Ja? Und da machst du sowas, oder wie? Ich habe Catnap hier gelassen. Hier war ein guter Catnap-Kollege. Ey, der Fahrstuhl geht hier immer noch nicht. Nimm den anderen. Mir egal. Wir nehmen den anderen und wir holen deine Schwester auch noch. So, rein da mit dir. Und da brauchst du auch nicht so weinen. Und jetzt hole ich die Schwester. Hallo, Emily. Moin. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich hole dich da...
Emily, das klappt nicht. Ich krieg dich nicht mehr aus der Toilette raus. Emily, was soll ich machen jetzt? Ah ja, das ist natürlich auch noch eine Idee, Leute. Perfekt, Emily, guck mal. Da haben wir dich doch jetzt, ne? Diese blöden Catnaps, die stinken sowas von. Weißt du, immer machen die ihr pupsrotes Gas da rein und entführen hier kleine Kinder. Also da kriege ich so eine Krawatte. Und jetzt fahren wir nach oben. Oh, warte mal, ich muss mal den Fahrstuhl reparieren und dann fahren wir. So, meine Kleinen, ab in die Laube, ne? Und keine Catnaps hier mit. Wir haben jetzt in der Bude offiziell Catnap-Verbot. Ich lasse euch jetzt hier sitzen und mache euch noch einen entspannten Burger. Und dann ist hier die Schnauze voll. Ich rufe dann euren Fadi an und der kann dann den Rest mit euch machen. Und ich sage, beim nächsten Mal, da hau ich diesen komischen Catnaps mal richtig eins hinter die Glocke. Ich habe schon gedacht, du kontrollierst die irgendwie. Weißt du, Elias? Das war schon ein bisschen komisch hier mit dir gerade. So, ich mache jetzt noch einen schönen Burger hier hin. So, meine Freunde. Und dann machen wir hier nochmal einen hin. Hier könnt ihr essen. Und warten, bis Papi dann kommt, ne? Ich rufe einmal an. Moin, Officer Denno hier. Die Kids sind wieder wohl auf und zu Hause angekommen. Ich habe die hier mal hingesetzt und mit Burgern versorgt. Was? Elias, geht's gut? Danke! Ja, gar keine Ursache. Du pass mal auf, ne? Die zukünftigen Babysitter-Jobs, die gehen dann, glaube ich, wieder an mich, ne? Ja, klar. Ja, das denke ich auch. Ja. Nee, du, ich habe das hier geklärt. Ich habe den beiden Catnaps ordentlich in den Hintern reingetreten und die übel verprügelt, die das waren. Und die sind jetzt weg, ne? Echt? Naja. Wirklich? Ja, habe ich wirklich gemacht. Ich lüge auch nicht. Du bist der Beste. Ich weiß nicht, wie ich mich bedanken soll. Okay. Hm, alles klar. Ich gehe dann nach Hause. Dann kannst du den Rest hier erledigen. Bis dann. Tschüss. Jo, ciao. Habt ihr das da im Bild gesehen? War das da eine Hand? Ich könnte schwören, da war gerade eine Hand im Bild. Also, Babys, ich habe den Catnaps eine reingehauen. Sagen wir dem Papa, damit ich der Superheld bin. Okay, und ich mache mich jetzt vom Acker. Bis dann. So, dann gehen wir mal. Catnap, na? Der sieht irgendwie gar nicht so witzig aus. Catnap, du, ich wollte da nicht irgendwie über dich schlecht reden oder so, aber ich war ein bisschen sauer. Okay, ich gehe dann wieder zurück nach, Also, ich habe da wirklich nichts gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass ich euch verprügelt habe oder so. Nein, nein, das ist alles dein! Ja! Yo, ja, ja, ich bin schon auf dem Weg. Ey, ganz entspannt. Ja, ich bin schon angekommen. Es gibt derzeit Probleme mit Elias. Was? Er schläft zurzeit sehr schlecht. Das Baby schläft schlecht? Ja, der hat gerade gewisse Albträume und sieht irgendwelche Katzen in seinen Träumen. Ja gut, ich meine, Albträume hat ja jeder mal und eine Katze in seinen Albträumen gesehen, das ist, ja, also passiert, würde ich sagen, ne? Ich bin mir aber nicht sicher, ob es ein Traum ist. Ich habe bei uns eine Katze gesehen gehabt. Wie bitte? Die Katze war im ja, Haus? Ja, Elias hat mir das gezeigt. Hat das Baby gezeigt? Nee, 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 nee. Nein, das ist, Albträume sind doch gar nicht real. Ja. Hör mal zu. Ich, guter Service heute, ich hab's dir versprochen, danke, dass meine Kündigung, by the way, nochmal, ne, dass wir das nochmal hingekriegt haben. Ich verspreche dir, heute wird nichts schief gehen, du wirst sehr stolz auf mich sein, ich kümmere mich um alles und das Baby schläft durch, garantiert. Wirklich? Ja. Danke. Ja, ja, okay, ich melde mich mal zwischendurch einmal, ja? Okay, bis dann, ciao. Okay, Leute, wir sind da, heute, letzter Auftrag, oder wir sind raus, also komplett, dann gibt's nie wieder so Baby in Yellow. Deswegen, ich muss mich jetzt anstrengen, heute muss alles glatt gehen. Wir haben es mit Albträumen zu tun bei einem Baby und irgendwie sieht das Ding eine Katze, aber... Habt ihr das gesehen? War es das, was ich denke? Ich träume nicht, oder? Okay. Ich könnte schwören, das war Catnap. Das Baby schläft, ich muss es natürlich einmal kontrollieren. Ist klar. Der Fadi hat gesagt, hier sind Albträume, deswegen lasse ich heute mal die Tür auf. Oh, guck mal, der Kleine schläft. Das ist ja süß, ne? Okay, ich lasse die Tür auf, das Licht kann ruhig anbleiben. Ich mache mal die Tür hier zu. So, dann ist auch alles entspannt und dann gehe ich mal in die Küche. Und da werde ich mir mal einen geilen Burger aus dem Kühlschrank holen. Oh, was sind das denn hier eigentlich für Zeichnungen? Die habe ich mir noch nie so genau angeguckt. Das Baby weint ja. So, lecker, Schmecker, Mann, so ein geiler Burger. Oh, Bruder, ich hab schon richtig Bock. Wuhu. Und das Baby weint. Das Baby weint. Okay, was ist hier los? Hallo? Kleiner Mann? Hey, was ist denn? Elias, alles gut. Was ist denn los? Hast du schlecht geträumt? Was ist das da im Flur? Habt ihr das gehört? Hallo? Ah! Oh mein Gott! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Hab ich's geträumt, Elias? Entspann dich! Ich hab hier alles im Griff. Da draußen ist die kleine Katze. War das Catnap, Elias? Ganz ehrlich. Ich kündige! Du bleibst ganz ruhig. Wir beide haben wohl einen Albtraum gehabt, Elias. Ich gehe jetzt nach unten und du entspannst dich mal wieder ein bisschen, okay? So, wir sollen uns mal was zu essen suchen. Jo. Mache ich mal ein kleines Käsetoast. Ach ja, Leute, so ein Sandwich habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht, ne?
So, machen wir mal die Tür zu, bevor hier, naja, ihr wisst schon, irgendwas passiert. Wichtig ist, dass am Anfang und am Ende Käse hinkommt, also vor dem Brot. Da müssen wir natürlich ein bisschen Belag drauf machen. So Wurst, sage ich mal. Da, oh, Tomaten, Digga, richtig geil. Machen Doppeltomaten. Nehme ich auch immer, wenn wir nicht Döner essen gehen. Digga, Zwiebeln auf ganz entspannt. Und, ja, Käse nochmal, ne? Und dann nochmal eine Wurst. Dann nochmal ein bisschen Käse. Leute, ich glaube, wir brauchen noch Käse, oder? Lasst ein Like da, wenn wir nochmal Käse brauchen. Boah, Alter, ey, das waren jetzt viele Likes. Okay, Leute, ich muss jetzt erstmal dementsprechend Käse draufpacken. So, das ist schon mal viel. Ah, ich weiß, was wir vergessen haben. Käse. Aber ich finde, da sollte auch noch Käse drauf. Aber Leute, jetzt reicht's auch, ne? Denn wir haben jetzt einfach viel zu viel Tomaten drauf. Wir brauchen noch Käse. Okay, aber was könnten wir da noch... Ich weiß, was ich vergessen habe. Käse. Okay, Leute, jetzt machen wir das Sandwich fertig, ne? Und zu und yes! Lecker! Oh Mann, Alter, was ist denn jetzt passiert? Catnap! Oh Gott! Catnap, bleib entspannt! Mach die Tür zu! Oh Gott! Ich bleib hier! Du kannst die Milch! Will die Katze Milch? Junge, ich war noch nie so froh, einfach wegteleportiert zu werden. Bruder, das ist zu viel. Ich schwöre, es ist zu viel. Catnap macht keinen Spaß. Leute, das Ding sieht richtig gefährlich aus, ne? Okay, die Luft ist rein. Ja, was soll das? Catnap wollte mich gerade umlegen, Elias. Bist du nicht mehr ganz dicht oder was? Das Ding ist weg. Der Kühlschrank ist wieder da. Mir auch egal, Alter, ganz ehrlich. Catnap ist weg. So, ich geb dir jetzt die Flasche und ich sag dir eins. Wir gehen in meine Wohnung. Das ist mir hier zu blöd. Der Fahrstuhl geht nicht mehr. Verdammt, Mann. So, mein Lieber, wir fahren jetzt. Abgang. Eine Ewigkeit später. So, mein Lieber, du setzt dich jetzt erstmal hier hin, okay? Und ich gehe jetzt mal ganz kurz auf Toilette, Alter. Ehrlich, ich habe so einen Brechdurchfall davon gekriegt, was hier gerade schon wieder passiert ist. Du musst erstmal dringend einen abseilen. So, oh, darauf setzen. So, und... Oh, Bro! Wow! Da! Nein! Oh Gott! Bruder, das war wieder zu viel des guten Digga. Okay, Mann. Ich bin... Digga, was geht da draußen ab? Hört ihr das? Was ist das für eine komische Musik? Junge, was geht denn? Catnap, lass das Baby in Ruhe. Catnap, oh mein Gott! Nein! Baby Elias! Alles gut bei... Das war's. Ich kündige! Oh nein! Mach die Tür auf! Moin, hier Denno. Du, wir haben ein ganz kleines Problem. Catnap ist da. Hä, was? Wer ist Catnap? Was, du kennst Catnap nicht? Diggi, das ist das Tier, was auf meiner kostenlosen Autogrammkarte ist, die man auf Instagram bekommt, wenn man mir da folgt. Man kann aber auch den Eltern Bescheid sagen, by the way, ne? Ich habe immer noch keine Ahnung. Was willst du von mir? Ich will dir sagen, dass du ein ganz großes Problem hast. Weil Catnap, mit dem ist nämlich nicht zu spaßen. Ganz ehrlich. Meinst du die Katze? Ja, ich habe dir gesagt, ich gebe den Lagebericht. Dein Sohn hat keine Albträume. Catnap ist wirklich da. Ich werde mich darum kümmern, weil ich dir gesagt habe, ich beweise es dir. Aber ich will die dreifache Kohle. Gar kein Problem. Ja, okay. Deal. Ja, das ist ein Deal. Alles klar. Okay. Und in Zukunft doppeltes Gehalt. So machen wir das. Alright. Hört sich gut an. Danke dir. Danke dir. Okay. Jo, ciao. Leute, endlich mal sind wir hier auf einem Nenner. Ich glaube, der Typ hat Schiss und muss jetzt erstmal mit Elias quatschen. Das kann ja wohl nicht sein. Elias, wir haben ein ganz großes Problem. Catnap ist hier. Catnap? Lass Emily runter. Catnap, ich habe gesagt, du lässt Emily runter. Runter jetzt mit dir, mach Platz. Aber sofort. Und da bleibst du jetzt auch. Und jetzt will ich, dass du ganz runter gehst. Du machst jetzt Platz, hast du mich verstanden? Ganz runter. So ist gut. Emily, ich hab dich. Das ist ja schon wieder die, also das ist ja wohl nicht die Möglichkeit hier. Hier, kleiner Kater. Ich bringe euch jetzt beide ins Bett und dann kläre ich das mit Catnap. So, Elias, du kommst jetzt auch mit. Heute ist nicht mehr mit Katze spielen. 12 Sekunden später. So, Kollege, und jetzt komm mal hoch hier. Ja, genau, komm mal hoch. Und jetzt kommst du mal mit nach draußen. Du hast hier in der Bude nichts verloren. So ist gut. Ja, na los. Na komm. Leute, das klappt ja wirklich, Mann. Ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, guck mal, der miaut sogar.
Ja, na komm. Boah, ich glaube, Digga, das wird mit dem Fahrstuhl ein bisschen eng hier, Bruder. Ah, Leute, ich muss den jetzt hier irgendwie reinstopfen. So, Catnap, du fährst jetzt alleine mit dem Fahrstuhl runter. Ich muss noch auf die Babys aufpassen. Das habe ich versprochen. Ich kann jetzt nicht mitkommen. Du fährst jetzt runter. Das kriegst du schon hin. Und dann würde ich sagen, Digga, ist das Ding jetzt erstmal erledigt. So, kein Catnap hier. Digga, die Bude ist clean. Alles ist entspannt. Gucken wir mal, was Elias macht. Was ist das denn für ein Katzenschnurren hier hinter der... Hä? Meine kleinen Babys. Ist Catnap hier am Schlafen? Was ist denn hier los? Leute, ich glaube, Catnap beschützt die Babys, oder? Hat er euch nichts getan? Die beiden sind heile. Elias, ich nehme dich mal mit. Oh Gott, Catnap, alles cool. Oh Gott, der läuft mir hinterher, wenn ich... Sag mal, nee. Der bleibt da oben bei Emily, oder was? Okay, Elias. Oder was ist hier gerade... Emily, mach dir keine Gedanken. Ich bin hier und Catnap ist weg. Ja, du brauchst das. Alles gut. Dann leg dich mal hin nochmal, ne? So, gehen wir mal runter und gucken mal. Wir sind auch schon fast fertig mit der Nacht, Leute. Der Vater müsste eigentlich auch bald zurückkommen. Diggi ging da gerade die PlayStation 5 an. Was macht denn der kleine Racker da? Elias, was machst du da an der PlayStation 5, Mann? Sag mal, mein Lieber, habe ich dir nicht gesagt, dass PlayStation 5 zocken nicht erlaubt ist? Wo hast du die denn jetzt schon wieder ausgegraben? Ich sag dir, du ziehst aus. Das war nur ein Witz. Ich bring Elias auf die Couch. Ja, ich hab's gerade in den Fahrstuhl geschafft. Junge, das Monster wollte mich umbringen. Ich sag dir ehrlich, das ist irgendwie so ein mystischer Zauber oder so. Oh Gott! Nein! Mir geht's gut. Lass ein Like dafür das Video. Oh. Jo, ich bin gerade schon unterwegs ins Apartment. Jo, perfekt, dann kannst du ja unsere Tiere kennenlernen. Wir haben uns nämlich welche zugelegt. Was? Tiere zugelegt? Das stand aber jetzt nicht in unserer Vereinbarung. Du hast gesagt, ich soll auf die Babys aufpassen. Jetzt sind da auch noch Tiere dazugekommen. Hä, ja klar. Das müsste doch gar kein Problem für dich sein, Denno. Wie ja? Ey, ganz ehrlich, du kannst doch nicht immer dir irgendwas hier zulegen, noch mehr, auf was man aufpassen muss, und dann gehst du ständig aus dem Haus. Also ich meine, so selten wie du da bist, ich habe das Gefühl, ich bin öfter für die Kinder da als du. Und ich habe dir schon mal gesagt, mit der Erziehung, das muss auf jeden Fall laufen und da ist auch nicht immer alles nur von mir abhängig. Hä, wie? Habe ich das gerade richtig gehört? Ja. Soll das jetzt wirklich dein Ernst sein? Willst du sagen, ich bin ein schlechter Vater? Ja. Ja? Das war doch, Mann, das war doch nicht so gemein. Soll das jetzt wirklich dein Ernst sein? Wie redest du eigentlich über mich? Ja, es tut mir ja leid. Ich reg mich nicht mehr auf. Wir sind uns einig, dass... Gut, dass die Tiere überall hinkacken. Da wirst du viel Arbeit haben. Wie, die kacken überall hin? Entweder du gehst Gassi mit dem oder die kacken überall hin. Ich soll jetzt noch mit den Gassi gehen, damit die sturmrein werden, oder was? Ja, das sollte gar kein Problem sein. Kannst ja direkt mit kacken gehen. So wie auf meiner Toilette. Ja. Okay. Ja, ich sehe, was sich tun lässt. Ich habe ja eh keine Wahl. Genau. Jo. Ja, mach's gut. Ciao. Ja, Leute, tolle Wurst, ey. Dann gehen wir mal gucken, was da jetzt Phase ist. Hallo? Hallo, Kinder. Digga, da ist ein Hund und eine Katze. Bruder, was ist denn hier los? Moin, Emily, moin, Elias, sag mal. Wer sind die hier? Also von dem Hund weiß ich, dass der Bello heißt. Das wurde mir so zugeflüstert. Von einer Community. Und wie heißt die Katze? Da habe ich jetzt aber irgendwie noch keinen Namen. Ich nenne sie heute mal Kitty, glaube ich. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie die Katze heißen soll. Okay, ja, und was machen wir jetzt hier? Also, ich habe gehört, die machen hier Mist da in der... Was ist das denn da hinten? Ist es das, was ich denke? Heli, Kacke vorm Fernseher. Och, nee. Leute, wer war das denn jetzt von euch? Wer hat jetzt hier vor den Fernseher gekackt? Elias, warst du das? Emily, warst du das? Ja, Emilys Haufen sind größer, das wissen wir. Emily, du bist fein raus. Wir kennen das. Du kackst ja hier immer die ganze Bude mit extrem riesigen Haufen voll. Wer war das von euch dreien? Sag ehrlich. Elias, warst du das? Warst du das? Soll ich deinen Kopf da mal reinlegen? Ich glaube, Leute, er war's nicht. So, beide herkommen jetzt. Aber mal ganz schnell. Diggi, das hat ja geklappt. Wer war das von euch beiden? Wer war das? Kommt mal her hier. Oh Gott, Schnitt.
Tja, wer war das jetzt von euch beiden? Also Bello, du musst doch da jetzt nicht am Hintern riechen von der Katze. Okay, also die Katze, glaube ich, war es nicht, Leute, weil wir haben ja ein Katzenklo oben. Deswegen, Bello, ich glaube, du warst das, ne? Bello versteckt sich schon so, Leute. Das heißt, wir müssen heute mit dem rausgehen und spazieren. Emily, kriegst du das hin, auf die Katze aufzupassen? Kein Mist hier in der Bude, gar nichts. Ich will, dass hier alles cool ist. Ich gehe jetzt mit Elias raus, mit dem Hund. Wir gehen ein bisschen spielen und zeigen immer, dass man draußen hinmacht, ne? Gut, dann haben wir... Also, was ist das denn hier schon wieder? Bello, hast du hier schon wieder, Junge? Der Haufen, der ist ja richtig groß, Mann. Bello, das ist eklig. Mann, wir gehen jetzt raus? Och, Digga. Emily, wehe, das klappt nicht. Elias, was lachst du denn da so doof eigentlich? Hast du ins Hundefutter reingeschissen? Hast du das wirklich gemacht? Elias, müssen wir dich auch nochmal mit nach draußen nehmen? Musst du dich jetzt erziehen wie ein Hund oder was? So, beide jetzt mitkommen und raus hier. Los, Bello, du kommst jetzt mit hierher. Bello, mitkommen. So, Bello, hinterher jetzt. Wir Leute, ey, also das ist ja schon wieder so ein Krampf. Was machst du denn da? Mann, jetzt komm mit, Bello. Wir müssen raus jetzt hier gehen. Ich habe auch extra ein kleine Überraschung für dich mitgenommen, Baby. Ach, ich muss nochmal schnell die Windel wechseln, Leute. So, meine Lieben, da sind wir draußen ein bisschen spielen. Und Elias, ich zeig dir jetzt mal, wie richtige Hundeerziehung hier geht, Kollege. Also, als erstes üben wir mit dem Hund ein bisschen das Übliche. Warte mal, ich muss einmal ganz kurz was gucken, Kollege. Was ist das denn hier? Kanonenkugeln? Was machen die denn hier? Ja, Junge, die müssen ja weg, Alter. Du kann man den... Also, Leute... Der Hund, das ist ja absolut gefährlich, wenn hier Kanonenkugeln im Boden liegen. Elias, als allererstes müssen wir erstmal den ganzen Boden hier freiräumen, weil nicht, dass der Hund hier auf blöde Gedanken kommt. Ich schmeiß die mal weg. Ah ja, die typische unendliche Kanonenkugel. Ja gut, das wird schon. Wenn wir die Lunte anzünden, dann schießen wir nur eine Kanonenkugel raus, ne? Oh, okay, das ist cool. Alles klar, Elias, kein Mist mit der Kanone. Als erstes üben wir mit dem Hund ein bisschen, ich würde mal sagen, mach mal Platz, Bello, mach mal Platz. Guck mal, was ich hier hab, Bello, mach mal Platz. Ah, plötzlich geht das, Leute. Oh, ist das niedlich. Guck mal. Und Bello, also wir üben gleich mit dem, dass er diesen Knochen hier holt. Aber als erstes würde ich erstmal sagen... Bello, tu mal so, als ob du schläfst. Na los. Na los, Bello. Okay, also der Kopf ist jetzt irgendwie im Boden. Ist auch egal. Bello, komm mal hoch. Na los, willst du mal das Stöckchen hier holen? Hier, mein Lieber, und fang. Ja, los. Oh, der ist da hinten hingeworfen. Oh, der holt das Stöckchen. Bello, komm mal her hier. Ja, hast du fein gemacht. Okay, Leute, das läuft auf jeden Fall ganz gut. Pass auf, Elias. Wir warten jetzt so lange hier draußen und spielen eine Runde mit Bello. Üben mit dem Kommandos und so weiter, bis der hier irgendwann hinkackt. Und dann geben wir dem so ein bisschen, ja, ich sag mal so, weiß nicht, Knochen, Tennisball oder so. Weißt du, damit er weiß, das ist gut. So erzieht man nämlich Hunde. Bello, komm her. Na los. Hier, der komm. Guck mal, wie der schaut, Leute, ne? Der ist ja ganz verdutzt, dass ich das hier tatsächlich drauf habe. Wir haben hier einen Knochen. Dann haben wir hier noch einen kleinen Fisch. Und dann haben wir hier noch einen Tennisball. Bello, willst du den Tennisball holen? Na los, hol den Tennisball. Oh, nein, Bello. Oh Gott, war das knapp. Bello, herkomm. Wie hat er denn den Tennisball gefangen? Yo! Fein hast du das gemacht. Bello, mach mal Platz. Ja, na los. Leute, jetzt gibt's einen Fisch für den Hund, ne? Elias, willst du dir den Fisch geben? Digga, der Typ ist völlig verdutzt. Wir gucken mal, dass wir den Fisch jetzt dahin bringen. Und ich gebe den jetzt Bello sozusagen, weil er es fein gemacht hat. Ja, Bello, komm mal her. Hier, nimm mal den Fisch, ne? Kannst du gerne machen. Okay, ja. Ja, ist doch gut. Oh, guck mal, wie der den gegessen hat. Fein. So, Elias. Und jetzt sagen wir nochmal zu dir, ne? Sollen wir das mit dir auch nochmal machen? Erstmal auch, du musst natürlich eine Strafe kriegen dafür, dass du eben in die Bude gekackt hast. Also ich meine, du kannst doch nicht bei dem Hund ins Essen reinkacken. So, weg jetzt mit dir, ne? Wir machen die Lunte an und Abgang! Was soll ich dazu sagen? Also, so ist das hier mit den Strafen. So, Leute, wir gehen jetzt weiter gucken. Ich muss warten, bis Bello hier Kacker gemacht hat. Ach, Kollege, da bist du ja schon wieder. Ich hab dich schon vermisst. Also, Bello. Jetzt machen wir ein kleines Training. Elias, ich zeig dir jetzt mal, wie man Hunden was beibringt. Bello, hol die Knochen. Bello, hol die Knochen. Na komm schon, hol ihn dir. Na los, hol ihn. Nein, Bello! Das erzählen wir lieber nicht deinem Vater. Der Hund ist weggelaufen, okay? Ja, Elias, was soll ich sagen? Der Hund ist jetzt weg. Na, oh, da hinten ist Bello. Oh Gott, da ist er wieder. Bello hat draußen hingemacht. Ja, das hast du sehr fein gemacht. Guck mal, Bello, ich habe da einen kleinen Fisch für dich. Der gehört jetzt dir. Ja, den darfst du essen, mein Lieber. Ja, fein hat er das gemacht. Und so haben wir dem Hund jetzt gezeigt, dass draußen hinmachen besser ist. Und jetzt gehen wir wieder rein und gucken mal, was da mit Emily und so los ist, okay? Na komm, pack mal deine Sachen.
Bello, kommst du? Na los. Leute, das läuft. Eine Stunde später. Das hat ja schon richtig gut geklappt heute. Junge, was ist das denn? Hört ihr das? Da ist ein Feueralarm. Los, raus da. Was hat Emily schon wieder gemacht? Diggi, was ist denn hier los? Elias, du bleibst beim Hund. Ich guck mir das mal an. Was ist denn da los, Alter? Jo, was geht denn hier ab? Alter, was ist denn hier passiert? Oh mein Gott, Leute. Was? Emily! Das ist ein Fall für Detektiv Denno. So, nehmen wir mal die Pistole. Was ist hier los? Okay, wir haben hier ein ganz großes Problem. Ich mache erstmal den Feuermelder aus. Warte mal ganz kurz. Wo war das? Ich glaube, hier der versteckte Knopf. Okay, das Ding ist erledigt. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich muss jetzt einmal, glaube ich, den Vater anrufen und die Lage hier melden. Moin, Denno! Ja, hallo, hier Officer Denno. Officer Denno? Warum Officer Denno? Warum ich Officer bin? Es gibt ein kleines Problem bei dir in der Butze. Pass auf, ich halte dich mal auf dem Laufenden. Okay. Also das mit dem Hund habe ich hingekriegt. Ich glaube, der kackt hier nicht mehr in die Bude. Ich habe Emily mit der Katze alleine gelassen. Was? Bist du blöd? Warum machst du das? Ja, ich weiß, war eine dumme Entscheidung, aber ich dachte, sie ist die klügere so, ne? Falsch gedacht. Auf jeden Fall brennt es hier drin. Ohne Witz? Ja, ist kein Witz. Es brennt. Und anscheinend wurde Emily entführt. Also, ich habe sie zu Hause bisher noch nicht angetroffen. Ich werde das jetzt hier überprüfen und mich melden, sofern hier alles koscher ist, okay? Okay. Bis dann. Ciao. Okay, Leute, wir müssen rein. Was haben wir hier? Was zur Hölle ist hier eigentlich passiert, Bruder? Da waren Burger im Ofen. Stühle liegen hier einfach rum. Was geht hier ab? Hallo? Okay. Hallo? Auch nichts. Emily? Ist nicht da. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Was ist das hier? Was ist das denn da auf dem Boden? Ist das ein Buchstabe? N? Leute, wir schreiben uns das auf. Wir haben N als Buchstaben hier. Oh, da liegt noch einer. A. N-A. C? Hier ist noch ein Buchstabe. Käse liegt draußen. Hat das irgendwas zu bedeuten? Was zur Hölle ist hier passiert? C. N-A. Guck mal weiter. Was haben wir hier? T? C-A-N-T? Can't. Das ist, was so viel heißt wie nicht. Sogar der Spiegel ist kaputt gegangen. In der Toilette ist nichts. Okay. Sogar die Couch ist kaputt, Mann. Was ist denn hier passiert? Warte mal. Da oben war jetzt ja soweit nichts, ne? Was ist A? C-A-T-N-T-A-T-A-T? Cat? Ne? Heißt das etwa Catnap? Hat Emily hier eine versteckte Botschaft geschrieben? Bro! Ich muss sofort die Bude hier irgendwie... Da liegen Gürkchen, Leute. Elias, da liegen Gürkchen auf dem Boden. Einmal bitte entfernen. Bello, hierher kommen. Bello, du kommst jetzt mit. Komm her. Bello, du kommst jetzt bitte mit hier rüber, okay? Hier, du bleibst jetzt hier und pass auf Elias auf. Versprich mir das. Bello, du musst mir das versprechen, okay? Okay, ich muss mir angucken, wo diese Gürkchen hinführen. Vielleicht in den nächsten Fahrstuhl rein? Hier sind keine Gürkchen, was... Die Tür? Bruder, was ist das denn? Yo! Ist das Poppy Playtime-Boden? Was läuft denn hier, Alter? Was haben wir denn hier ausgegraben? Wo zur Hölle? Hallo? Ich komme nicht mehr zurück, Leute. Ich komme nicht mehr zurück. Ich kann nicht mehr zurück. Wo bin ich, Digga? Das gehört? War das Catnap? Nein! Gott sei Dank hat der Vater nicht gecheckt, dass ich nur eine Verkleidung aufhab. Leute, ich wurde beim letzten Mal gefeuert und hab hier diese Brille aufgesetzt, damit er denkt, ich bin jemand anderes. Aber ich bin ja ein Fuchs und... Oh, warte mal ganz kurz, da kommt ein Anruf. Ja, hallo? Moin, Penno! Moin, hi! Ja, ich hab heute richtig Lust. Hast du schon Erfahrungen mit meinen Kindern gemacht? Nee, ich kenne mich gut ja mit Kindern aus, hatte ich ihnen ja auch schon erzählt. Da ich ja Brillenträger bin... muss ich natürlich zwischendurch mal meine Brillentücher reinigen. Ah, ja. Ja, gibt's heute irgendwelche besonderen Anweisungen für das Baby? Mein Sohn Elias darf heute keine Burger essen. Keine Burger? Keine Burger essen, okay. Er isst immer zwei Burger. Was? Er hat schon 10 Kilo zugenommen, das geht nicht. Welches Baby isst denn zwei Burger? Letzte Woche hat er sogar 4 Stück gegessen. Alles klar. Ja, gut. Ja, ich schau mir das mal an. Pass auf ihn auf. Okay. Er darf wirklich keine zwei Burger. So, Leute. Dann gucken wir mal, was uns da erwartet heute. Hallo, Baby. Na? Ich bin ein alter Babysitter. Ich bin wieder... Was ist das für ein leckerer, saftiger Burger hier? Bruder, wolltest du den gerade da wegnaschen oder was? Nee, ist jetzt meiner. Nimm ihn jetzt bitte in die Küche. Da kannst du so viel heulen, wie du willst. Du musst doch kein... Digga, du bist ein Baby. Der Burger ist für mich. So, packen wir den mal hier am besten in den Kühlschrank, würde ich mal sagen. So, alles klar. So, der Burger bleibt jetzt am besten im Kühlschrank. Und du beruhigst dich jetzt mal ein bisschen, okay? Du kriegst jetzt von mir eine kleine Milchflasche, ja? Machen wir heute mal ein bisschen anders. So, leg dich mal hier in den Ofen rein. Dann geben wir dir mal die Milchflasche. So, bist bereit. Oh Gott, oh, Entschuldigung.
Es tut mir doch leid, mein Kleiner. Ja, dem geht's... Oh Gott, dem geht's gar nicht gut. Bro, beruhig dich jetzt erstmal. Warte mal ganz kurz. Bleib mal locker. Ich hab gesagt, du sollst locker bleiben. Ich bring dich jetzt erstmal zum Wickel... So, du bleibst jetzt hier. Ich muss was erledigen. Du? Sorry, aber das war's. Und du kannst direkt weg. Mach einen Abgang! Du kommst hier heute nicht in die Bude. Ich pass auf Elias alleine auf. Link schon wieder. Also, mir reicht's. Du hast ihm letztes Mal so hart in die Fresse getreten. Da ist auch immer mal Feierabend. Money! Emily braucht mir hier gar nicht ankommen, Freunde. So nehme ich nicht. So. Jetzt hast du eine neue Windel. Willst du einen Burger essen? Willst du einen kleinen Burger essen? Noch nicht ins Bett, einen kleinen Burger? Ja? Gucken wir mal, Leute. Was passiert denn, wenn wir dem nicht so einen entspannten Burger geben? Nehmen wir mal den Burger mit und guck mal, wie ich den hier schon so hin und her drehe. Mann, der sieht so lecker aus. Ja, nimm mal, ne? Ich hab gesagt, du sollst den Burger essen. Baby, du isst jetzt den Burger. Oh mein Gott, Alter, habt ihr das gesehen? Guck mal, bist du fetter geworden? Bro, das ist doch schon wieder gar nicht gut. Ich sag dir, das war der letzte. Ein Burger und sonst keinen mehr, okay? Oh, Leute, das sieht gar nicht gut aus. Das Baby, was würde denn passieren, wenn du jetzt davon noch 5 oder 10 Stück isst? Stell dir das mal vor, ne? Das kann ich ja nicht tun, das als Babysitter. Du legst jetzt ins Bett und dann machen wir heute Schlafi, okay? Was guckst du denn so komisch? Das stimmt doch was mit seinen Augen nicht, Leute. Na gut, eine Geschichte lese ich ihm jetzt nicht vor, würde ich sagen, ne? Das kriegt er schon so hin. Ja, dann würde ich sagen, lege ich mich mal hin und entspanne mich mal ein bisschen. Ja, Digga. Oh, Diggi, was geht denn in der Küche ab? Elias, was läuft denn? Alter, was geht denn hier ab, Bro? Wie viele Burger hast du da jetzt gerade gemacht? Wo kommen die denn alle her? Bro, du bist fett geworden. Du kannst jetzt nicht noch so viele Burger essen. Wir müssen mal ein bisschen chillen, mein Bester. Okay, ich gebe dir einen noch, okay? Oh mein Gott, Alter, was ist hier gerade passiert? Hier, einen. So. Jetzt geht's aber wieder erstmal ab auf den Stuhl, Alter. Junge, also du passt da ja schon kaum mehr auf den Stuhl. Ich glaube, der will noch einen, oder? Ja, okay, warte. Ich geb dir noch einen Burger, mein Bester. So, hier, bitte. Oh Gott, Alter, du... Oh mein Gott. Yo, wow. Boah, Bruder, was passiert, wenn ich dich auf den Boden werf? Junge, was ist mit dem Baby los? Alter, habt ihr diese Vibration gesehen? Tja... Komm mal her. Wir haben jetzt ein ganz großes Problem. Das Baby und diese Burger. Weißt du was, Elias? Man muss es ja auch am eigenen Leib einfach spüren. Wie wär's, wenn ich dich mit diesen ganzen Burgern vollstopf? Okay, Leute. Wir werden es jetzt echt tun, ne? Hier, bitte sehr. Sag mal, du sollst den Burger noch nicht da weghauen. Hier, mein Bester. Ja, da hat er den Burger gerade mal gegessen. Und er weint immer weiter, weil er immer mehr essen will. Gib mal einer den Burger hier rüber. Danke. So. Und noch ein Burger für dich, mein Lieber. Ich hab gesagt, noch ein Burger für dich. Leute, was ist das denn? Was ist das denn? Guck dir das Baby mal an. Wow. Hui. Du wirst heute so viele Liegestütze machen, Bro. Ey, ganz ehrlich. Oh, verdammt. Der Vati ruft an. Ja, hallo? Moin, Penno. Hat der schon Bauchschmerzen? Nee, Digga, dem geht's klasse. Super, was macht ihr? Ja, wir machen gerade ein bisschen Essen und so, ne? Dass der Kleine mal ein bisschen was zu essen bekommt. Aber kein Fastfood. Nee, bei mir nur gesundes. Nur gesundes Zeug. Ja? Ja, ja. Na, der isst das manchmal nicht so gerne, stelle ich gerade fest, ne? Aber denk dran, keine 2 Burger. Hm? Er darf das wirklich nicht mehr. Nee, gar kein Problem. Ich weiß nicht, also es könnte sein, dass das Baby ein bisschen zugenommen hat. Bisschen? Ja, also nicht viel. Wie viel genau? Ein bisschen. 500 Gramm bis 1 Kilo. So. Oh, das geht ja noch. Ja. Normalerweise ist also ja ein ich kann heute, was? Viel Fraß? Ja, ja. Normalerweise macht er am Tag so 2 Kilo. Ja, gut. Das baut er auch direkt ab. Lass ihn nicht verhungern. Nee, ich gebe dem so viel Essen, wie es geht. Also, wenn du sagst, ich soll da alles reinhauen, was geht, dann mache ich das. Ja, bis 2 Kilo. Ja, alles klar. Danke, jo, ciao. Okay, Leute.
Wir sollen alles reinhauen, was geht. Da habe ich so eine geile Idee. 6,5 Stunden später. Elias, wir haben jetzt hier eine ganze Menge Burger und du musst die alle essen. Wir gucken mal, was läuft. Boah, Bro, der ist ja mittlerweile schon so fett. Junge, du passt ja schon fast gar nicht mehr in dein Alter. Ich schmeiß jetzt da mal auf den Korb rauf. Junge, guck dir das mal an. Bro, oh mein Gott. Leute, ich brauche neue Burger. Ey, wir füttern den jetzt richtig übertrieben. Das kommt davon, wenn man immer den ganzen Tag Mac ist. Setz dich mal auf den Stuhl da. Ich muss mir einmal hier diesen Burger schnappen und rein da mit dir. Ey, sag mal, es kann nicht sein, ne? Junge, was passiert denn hier? Diese ganzen Burger sind im Weg. Und einmal essen. Ich habe gesagt, einmal essen. Digga, was ist das denn? Der ist ja mittlerweile so dick. So, noch einen kleinen Burger. Und ich glaube, so langsam haben wir ein ganz schön großes Problem, Alter. Was ist das denn? Oh mein Gott. Der ist so fett geworden, Mann. Alter, nee. Bruder. Hey, Bro. Das kommt davon, wenn man den ganzen Tag Burger essen will. Diggi, das ist halt nicht gesund. Was soll ich dazu sagen? Ich kann ja selber ein Lied davon singen. Ich bin auch nicht der Dünnste, weißt du? Aber Junge, du hast ja heute schon wieder richtig abgerissen, Alter. Das ist so bescheuert, Mann. Junge, ich glaube, ich kann dich nicht mal mehr in die Toilette reinstopfen, oder? Bruder, oh mein Gott. Digga, da passt ja nur noch sein Bein rein. Oh, Bro. Also, können wir nicht wenigstens von Erbe? Kann ich ihn runterspülen, Leute? Habt ihr gesehen? Der ist gar nicht mehr hochgeflogen. Digga, wir haben jetzt hier echt ein großes Problem mit dir. Du siehst langsam echt nicht mehr... Also, das sieht wirklich nicht mehr schön aus. Du bist jetzt kein schönes Baby mehr. Wir packen ihn nochmal... Nee, der passt nicht mehr in den Ofen, Leute. Wir haben langsam ein Problem. Okay, was wäre denn, wenn wir ihn noch krasser füttern? Ah, warte mal ganz kurz. Ich habe da schon eine geile Idee. 12 Sekunden später. Ja! Hilfe! Nein! Leute, was ist das denn? Das Ding lebt doch nicht mehr, oder was? Oh mein Gott! Baby, ich muss dich jetzt ganz schnell irgendwie nach oben bringen, Bruder. Also, wir haben hier ein ganz, 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 ganz großes Problem. Was habe ich getan? Mann. Was hab ich getan? Was hab ich getan? Digga, ich kann das nicht rückgängig machen. Was mache ich denn jetzt? Oh, hell no. Ich mach die Tür einfach zu, Digga. Das ist mir völlig egal. Ich muss jetzt irgendwie diese Burger hier noch wegräumen. Ich guck mal ganz kurz, Digga. Oh nein, ich muss das alles per Hand wegmachen. Ich bin erledigt. Als erstes hole ich mir meine Mülltüte und dann sammle ich die ganzen Burger jetzt mal ein. So, einer nach dem anderen. Die müssen hier alle raus. Das Problem ist, Leute, der Vater wird ja irgendwann zurückkommen und dann wird er mit mir reden. Und dann habe ich ein ganz kleines Problem, sage ich euch, wie es ist. Und deswegen müssen wir jetzt ganz schnell diese ganzen Burger hier verschwinden lassen und erstmal rauswerfen. Das habe ich damals auch so gelernt, in meiner Zeit, wo ich angefangen habe, mich so richtig gesund zu ernähren. Erstmal den ganzen Müll aus der Bude, hier auch noch. Junge, der hat ja überall waren hier diese Burger, ne? Ich weiß nicht, ob dem das wirklich jetzt noch so gut geht, aber ich glaube eben nicht, ne? So, hier noch, da... Da und die sind, glaube ich, die letzten. So, wir machen nochmal einen Check. Es sieht hier alles soweit ganz gut aus. Wir gucken mal nach oben. Alter, hörst du das, Digga? Was ist das denn, Mann? Der atmet ja richtig komisch. Du, sag mal, Fat Elias. Du heißt für mich jetzt erstmal Big Joe, weiß was ich, Elias, Digga. Fat Elias. So, wir müssen jetzt echt mal, wir müssen mal hier ein kleines Trainingsprogramm machen. Setz mir auf deinen Stuhl darauf. Bruder, was ist das denn? Junge, du hast so viel gegessen, Alter. Du siehst aus wie eine runde Kugel, Bro. Oh, nee, ey. Ehrlich, keine Burger mehr hier, nix mehr. Wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen Sport machen, mein Bester. Okay, dann werde ich jetzt mal ganz andere Seiten hier aufziehen. Bewegen uns jetzt mal ein bisschen, Baby. Und los, räum mal hier über den Flur, mein Lieber. Los jetzt. Mann, was ist das denn, Junge? Du siehst aus wie ein Knethaufen. Okay, warte mal, ich habe eine bessere Idee. Wir werden erstmal, wir müssen die Flüssigkeit aus dem Körper kriegen. Das heißt, wir packen das Baby irgendwie in den Ofen rein. Irgendwie musst du da jetzt reinpassen, mein Kleiner. Verdammt, Mann, das wird irgendwie nichts, ne? Okay, dann machen wir dich vielleicht mal in die Kältekammer. Wie wär's das denn? Ach, du passt da auch nicht rein, Alter. Ich hab die Schnauze voll hier. So, jetzt muss ich erstmal den ganzen Kühlschrank... Findest du das witzig?
Bro, findest du das echt witzig? Ich muss jetzt hier erstmal die ganzen Sachen rausräumen. So, und die Gitter sind auch wichtig. Perfekt. Und dann gehst du jetzt in den ganz großen Kühlschrank. Du gehst jetzt hier rein. Ich schmeiß dich jetzt in den Kühlschrank. So, hier machen wir jetzt erstmal Feierabend. Dann hebe ich die Tür wohl raus. So, alles klar. Und das Baby muss jetzt erstmal eine Runde kühlen. Das heißt, wir chillen jetzt mal eine ganz kurze Runde. Eine Ewigkeit später. Das hat ja immer noch nichts gebracht. Mann, ich dachte, das wird hier was im Kühlschrank. Verdammt, Leute, ich hab nicht mehr viel... Okay, ich krieg einen Anruf. Ja, hallo, Denno hier? Denno? Ich dachte, du wärst Penno. Egal, ich bin in 4 Minuten da. 4 Minuten? Okay. Ich meine, ja, nee, alles cool. Ja, ich bin in 4 Minuten wahrscheinlich. Alles klar. Jo, ciao, ciao. Leute, müssen uns beeilen. Wir haben noch 4 Minuten. Okay. Warte mal ganz kurz. Ich nehme vielleicht die Pfeilkanone. Komm schon, ich brauche ein paar. Ich glaube, er wird dünner. Oder? Er wird dünner. Nein, er wird nicht dünner. Ah, okay, Moment mal. Ich hab eine richtig gute Idee. Ich schmeiß das Baby einfach den Fahrstuhl runter. Und rein da! Oh Gott! Ich glaube, ich muss jetzt erstmal die Treppe runtergehen, ne? No, Baby, ich hab dich hier wieder nach oben gebracht und du hast sichtlich abgenommen. Das muss ich sagen. Also, es hat schon ein bisschen was gebracht, Leute. Vielleicht können wir auch hier mal so die Tür einfach schließen. Oh Mann, mach das bloß nicht zu Hause nach. Das ist extrem gefährlich, Leute. Aber es hat hier leider auch nichts gebracht. Das Baby ist nur ein bisschen eingequetscht. Okay. Moment mal. Wenn ich es einfach ein paar Tage oben auf dem Dachboden lasse. Hey, das müsste doch was bringen. Safe. Okay. Also, mein Kleiner, du weißt, was läuft. Du bleibst jetzt hier oben auf dem Dachboden. Und ja, dann werden wir erstmal warten, bis du hier jetzt noch ein paar bisschen abgenommen hast. So würde ich mal sagen, ne? So, okay. Ja, da brauchst du auch gar nicht weinen. Das kommt davon, wenn man so viele Burger isst. So, machen wir die Tür zu und chillen mal eine kurze Runde. Dann würde ich mal wieder sagen, mache ich jetzt hier mal ganz kurz die Wohnung sauber. Hier ist ja schon fast alles sauber eigentlich, ne? 3 Tage später. Hey, da bist du ja schon wieder. Na, guck mal. Das hat doch schon ganz gut geklappt, würde ich sagen. Dann werden wir dich nochmal ganz kurz in die Waschmaschine reindonnern. Und dann sollten wir das doch hier eigentlich perfekt wieder im Lot haben. Guck mal. Lassen wir dich jetzt nochmal hier eine ganz kurze Runde rum. So, lassen wir die Waschmaschine einmal laufen. Ich guck mal, ob das Zimmer hier in Ordnung ist. Bruder, wir haben echt nicht mehr viel Zeit, ne? Ist, oh Gott. Der muss jeden Moment zurückkommen, Baby. Hey, jawohl, mein Kleiner. Das läuft doch wieder. Er ist endlich wieder normal, Freunde. Ja, ich würde sagen, das passt. Ich hab dir noch einen kleinen Burger aufbewahrt. Also, falls du den essen willst, mach das gerne. Aber ohne mich heute. Gar keinen Bock mehr. Ich mache nämlich jetzt Feierabend und muss hier ganz schnell... Oh, ganz schnell meine Brille wieder aufsetzen, Leute. Bevor es hier noch Probleme gibt. Denn ich bin ja Penome in dem Fall. Na, der Babysitter-Engagierer, also der Vater, der kennt ja meinen richtigen Namen nicht. Der hat ja Denome entlassen und ich bin jetzt der Penome, Leute. Wer kennt ihn nicht? Also Elias, mach's gut. Hat mir heute wieder richtig Spaß gemacht mit dir und ist auf jeden Fall nicht so viele Burger, ne? Jo, perfekt. Ja gut, Leute, das war doch heute mal wieder ein ganz knappes Ding. Mach ich mich mal ganz schnell aus dem Staub, bevor der Fadi dann hier kommt. Ne? Nicht, dass alles wieder brennt. Ja, du, ich hab das hier voll im Griff. Beim letzten Mal mit dem Hausbrand, mach dir keine Sorgen. Das passiert nicht nochmal. Ja, du, ich wollte mit Elias jetzt draußen spielen und einen Schneemann bauen, weil es hier gerade schneit. Hast du den Elias auch warm angezogen? Ja, ich hab den angezogen. Der wird sich schon nicht erkälten. Gut. Ja, ja. Nee, das hab ich alles. Vergiss die Handschuhe nicht. Nee, mach dir keine Sorgen. Du, ich bin jetzt auch erstmal mit Elias dann beschäftigt, ne? Ja, bis dann. Tschüss. Ha, Leute. Das Verhältnis hat sich ein bisschen gebessert mit dem Fadi von Elias. Und, naja, Elias, wir haben dir jetzt keinen Schneeanzug angezogen, weil brauchen wir erstmal nicht. Du, Bruder, wir müssen einen kleinen Schneemann bauen. Tja, Elias, dein Fadi und ich haben uns darauf geeinigt, dass ich mich überhaupt nicht mehr aufrege. Du bist ja das netteste Kind der Welt, deswegen heute alles ganz entspannt. So, Bro, soll ich dir mal zeigen, wie man einen Schneemann baut? Pass auf, man nimmt sich hier so einen Schneeball und dann muss man den hier so im Schnee rollen. Willst du mal sehen, wie groß der wird? Guck mal, Elias. Der wird richtig groß, der Schnee. Guck mal. Boah, Junge, richtige Kugel ist das geworden. Oh, er ist fast groß genug. Und noch nicht ganz. Ah ja, guck mal hier, Elias. Siehst du das? Wir können da gleich sogar noch ein bisschen Spielzeug dran machen. Echt jetzt? Ist das cool oder ist das cool? Na, willst du auch mal? Na komm.
Elias, roll den Schnee. Einfach den Schnee rollen. Na los. Elias, ich gehe doch nicht mit dir hier raus, damit du hier sitzen bleibst. Roll bitte den Schnee. Okay, kein Problem. Ich mach das. Ja, ich roll den Schnee. Gar kein Problem, Elias. Hier noch und guck mal da. Ich hab den Kopf jetzt fertig, Elias. Und jetzt kommt das Ding da oben drauf. Cool, oder? Und jetzt hängen wir da noch ein bisschen was dran. Pass mal auf, ich leg dich mal ganz kurz hier so auf den Schneeball rauf, okay? Was sollten wir da vielleicht drauf machen? So einen kleinen Piratenhut? Hey, das sieht doch top aus, oder? Guck mal. Ja, ne? Dann auch vielleicht ein Stück Kohle. Das könnte eher so für die Augen sein, oder was, Bro? Safe. Dann haben wir hier noch so ein bisschen die Kohle für so Knöpfe, als hätte der so einen Anzug oder so. Könnte man machen vielleicht, ja. Und dann machen wir dem noch einen Arm, oder? Elias, sollen wir das machen? Ja, guck mal da. Da haben wir einen Arm und wir nehmen noch so einen kleinen Ast hier irgendwie. Obwohl, den Arm nehmen wir weg. Wir nehmen noch einen anderen Ast. Perfekt. Das sieht eigentlich schon ziemlich cool aus, muss ich sagen, oder? Was meinst du? Wollen wir ein Foto machen? Pass auf, ich setz dich mal da oben irgendwie rauf. Moment mal. Elias! Elias. Elias. Okay, Bruder. Setz dich einfach davor. So, Kamera ausfahren und nochmal ein entspanntes Foto. Elias, kannst du bitte das sein... Elias, du kannst mich doch nicht mit Schnee hier abwerfen. Junge. Bro. Elias, bitte lass das jetzt. Elias, hör auf, den Schnee zu werfen, du Idiot. Ich meine, du süßes Baby. Aua. Elias, das ist irgendwann auch nicht mehr lustig. Ich meine das ernst. Bitte lass das sein. Elias, du kriegst jetzt einen Schneeball von mir. Du willst eine Schneeballschlacht? Okay, Bruder. Let's go. Bam. Bam. Gott. Elias, chill mal eine Runde. Oh. Ich sag dir eins, Elias, ne? Mach das bitte nicht nochmal. Es ist wichtig, das zu machen. Da ist ja nicht, da passiert nicht viel. Weil das war hundertprozentig der falsche Elias, Leute. Bis jetzt natürlich wieder unseren Schneemann ein bisschen zu Ende bauen. So. Ah, da ist er doch schon wieder. Guck mal. Ne? Also, ich behandle das Kind bisher ganz gut. Okay, Elias, mach ein kleines Foto. Bist du bereit? Sag Tschüss! Siehst du das Bild hier? Wo ist das Baby hin? Hä? Okay, na gut. Dann mache ich mich mal wieder auf den Weg in die Wohnung und das Bild ist ja eigentlich auch völlig egal. Ah ja, hier. Okay. Ja, das mit Elias läuft heute richtig gut. Ich habe ja versprochen, ich reg mich nicht mehr auf, ne? Nein. Nee, alles entspannt. Das ist doch super, dann kommen später noch ein paar Kinder vorbei, auf die du aufpassen kannst. Ganz viele Kinder? Ja, meine Kinder. Oh nee, wie viele werden es denn heute? Drei. Drei? Emily, Harry, Elias. Ja, also irgendwann musst du aber auch mal Zuschlag für geben, weil ich passe ja eigentlich immer noch auf ein Kind auf, aber drei, das ist... Geht das? Ja, ich krieg das hin. Klar. Ja. Ja? Ja. Ja? Nö. Wie nein? Ja, ciao. Ach, verdammt. Okay, also Elias, heute drei Kinder. Na, mein Kleiner, alles ganz Sutsche. Ich hol dir mal ganz kurz deine Trinkflasche und dann gebe ich dir mal was zu trinken. Wo ist denn der Kleine hin? Elias, hast du dich schon wieder versteckt, mein Kleiner? Wo bist du? Hallo? Ist da in der Küche? Elias, geh da nicht in den Ofen, mein Lieber. Mensch, oh Gott, es tut mir leid. Ja, ich wollte nicht, dass du in den Ofen gehst. Elias, hör zu, mein Lieber, bitte entspann dich ein bisschen, okay? Hey, komm, ganz ruhig. Ich lese dir auch eine Geschichte vor. Komm schon. Okay. Ah ja, wenn es dir schon besser geht, dann können wir ja auch wieder nach unten gehen, okay? So, da sitzt du, mein Kleiner. Hier hast du deine Trinkflasche. Sehr schön. Dann bringe ich dich jetzt nochmal ganz kurz zum Wickeltisch, mein Lieber. So, einmal dahin. Einmal dahin, habe ich gesagt. Du sollst aufhören zu weinen. Gut. Ich hole die neue Windel. Elias, das ist nicht witzig. Hör bitte auf, dich zu teleportieren. Ich bin überhaupt nicht sauer darüber. So,
Bevor ich dich ins Bett bringe, bleibst du jetzt nochmal ganz kurz hier sitzen. Ich muss jetzt einmal kurz gucken, ob irgendwie deine Geschwister schon hier... Nee, die sind noch nicht da, okay. Hä? Hallo? Elias? Was machst du denn da? Hab ich dich! Ja, jetzt bringe ich dich erstmal ins Bettchen, ne? Elias, ich habe zu dir heute gesagt, keine Faxen. Und das war schon wieder eine ganz knappe Kiste. Was wolltest du denn da an dem Schrank? So, rein mit dir ins Betti. Und dann lese ich dir eine Geschichte vor. So, alles ganz cool. Geschichte heißt das Baby und das Pferd. So, es war mal ein Baby, das hatte ein Pferd und das Pferd ist direkt gestorben. Das Baby war ziemlich nervig dann gegenüber seinem Babysitter und das Pferd war trotzdem tot. Und das Baby hat dann den YouTube-Kanal von Denome abonniert und die Glocke aktiviert. Ja, und das war das Ende. Junge, guckt es an. Ich sage euch, ich bin Geschichtenerzähler des Jahres. Gold des Jahres. Da machen wir jetzt mal Feierabend. Für heute ist nämlich rum. Und dann kann ich mich richtig schön entspannen. Es geht auch mal ohne dem Baby groß Ärger zu geben, ne? Muss ich schon sagen. Jetzt aber ganz kurz. Oh, hell no. Ich meinte, ah, das kann ja mal passieren. Das Baby, das weint, das ist ja ganz klar. Elias, ich komm. Elias ist schon wieder nicht in seinem Bett. Elias, also langsam. Elias, also langsam macht mich das schon ziemlich wütend, was du hier veranstaltest. Okay, so hör mal zu jetzt. Du ziehst jetzt deine Handschuhe aus, die brauchst du nämlich jetzt erstmal nicht. Und dann geht's gleich ins Betty. Soll ich dir nochmal eine Flasche bringen? Okay, ich muss aber vorher... Oh, hier ist gar keine Flasche mehr. Hä? Dann bringe ich Elias halt einen Champignon mit oder was, ne? Ja, safe. Elias, ich habe einen kleinen Pilz für... Ey, hallo! Bruder, was zeigst du mir den Stinkefinger? Lass das mal ganz schnell sein, Kollege! Ich meinte, lass das bitte sein. Elias, bitte. Das macht man nicht. Da kannst du deine Handschuhe anziehen und dann damit schlafen. Wenn du den Stinkefinger zeigst, dann halt so. So, und jetzt ab ins Bett mit dir. Rein da. Das war's. Und wir machen zu jetzt hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, ich vermisse die PlayStation 5. Ich sag ehrlich. Und du endlich schlafen. Oh. Dann morgen. Gestern war eigentlich ganz entspannt, aber heute sind anscheinend irgendwie drei Kinder da. Was geht hier drin ab? Harry, Harry Potter, lass den Zauberstab da aus der Hand. Harry, bitte. Nein, Harry. Bruder, was? Der hat den Spiegel kaputt gemacht. Harry James Potter, das reicht mir langsam mit dir. Du bist hier gerade mal einen Tag und machst hier so einen Mist. Du gehst jetzt in den Kühlschrank und da bleibst du auch. Neo T6 mit Magie jetzt. Also, Harry, was machst du denn da jetzt gerade im Kühlschrank? Hashtag Sass in die Kommentare, wenn ihr es auch so seht. So, ihr beiden, ihr habt euch auch richtig lieb, ne? Heute ziehen wir mal ganz andere Seiten auf, weil so langsam reicht's mir. Ich war gestern noch nett, aber ihr macht ja so viel Mist. Wie soll ich da denn cool bleiben? Das geht gar nicht. Hör auf zu weinen jetzt, Emily, Alter. Auf zu weinen jetzt. Ist echt gerade ein schlechter Zeitpunkt. Was lachst du so dumm, ne? Gut. Ich werde jetzt erstmal auf Toilette gehen und diese Glasscherben hier wegmachen. Oh nee, ich werde schon wieder so Stress kriegen mit dem Babysitter, Mann. Ah, ja, okay, warte mal ganz kurz. Ich hole mir mal irgendwie... Ja, ich... Keine Ahnung, Digga. Eine Ewigkeit später. So, dann habe ich das hier rübergeräumt. Ja, das mit den Spiegeln ist heute mal irgendwie... Junge, was tickt denn hier so... Alter, was geht denn bei euch beiden ab, Mann? Habt ihr da eine Spreng... Leute, Elias, was guckst du schon wieder so? Elias, mach bitte jetzt keinen Mist, okay? Elias, es tut mir leid für alles, was ich gemacht habe. Ich wollte ein guter Baby sein! Yo, Bro, was ging denn bei euch beiden ab? Emily, sag mal, habt ihr sie nicht mal an oder was? Ihr könnt ja doch keine Bombe zünden. Mach einen Abgang. Raus hier aus der Bude. Junge, Junge, Junge. Ey, so langsam machen die mich aber auch sauer. Jetzt muss ich das hier alles wieder löschen. Wo ist der verdammte Feuerlöscher? Dann nehme ich halt Toilettenwasser. 12 Sekunden später. So, die Bude ist wieder sauber. Alter, das ist eure allerletzte Warnung. Passiert jetzt noch einmal was, dann könnte es sein, dass meine Synapsen durchbrennen. Das wollt ihr wirklich beide nicht erleben. Wenn meine Synapsen durchzünden, dann bin ich noch viel schlimmer als ihr. Jetzt will ich, dass ihr in Ruhe esst. Ihr esst jetzt in Ruhe. Es gibt jetzt eine Flasche und ihr macht jetzt nichts. Ihr beide macht gar nichts.
Setzt euch hin und esst was. So. Harry Potter ist auch anscheinend nicht mehr hier. Okay. Wir bleiben easy, Mann. Wir bleiben easy. So, mein Kleiner, nimm mal die Flasche. Ey, jetzt hast du ja gar nichts zu trinken bekommen, ne? Entschuldigung. Okay, es geht jetzt ab ins Bett für euch beide. Für euch beide geht's ins Bett, habe ich gesagt. Da brauchst du mir auch gar nicht so zu weinen. Erstmal rein mit dir. Das ist sowieso völlig egal, wie die da liegt. Weil Emily, Leute, hat in den letzten Wochen auch einfach genug Mist gebaut. Ja, Bro, du musst doch mal warten. Ich kann dich auch nicht immer jedes Mal dann einfach vorziehen. Emily ist doch auch noch da. Was soll ich denn da machen? So, komm mit jetzt. Du machst mich wütend. Ich bin ehrlich. So, ihr beide geht ins Bett. Ich will heute nichts mehr hören. Nichts mehr sehen. Nichts mehr riechen. Und vor allem... nichts mehr fühlen. Haben wir uns da verstanden? Ihr beide schlafen jetzt. Was ist das da schon wieder für ein Krach oben? Was ist das für ein Krach? Was geht hier oben denn schon wieder ab, Mann? Kämpfen die da drinne? Hört mir mal zu hier! Wait a minute! Emily? Emily! Elias, was hast du? So, mir reicht's. Mir reicht's jetzt, hab ich gesagt, mir reicht's! Ich hab die Schnauze voll hier! Ich mach jetzt Feierabend! Ich werde diese ganze Bude hier in die Luft sprengen! Ich hab die Schnauze voll! Ja, ja, oh Gott, ich muss hier raus! Yo, oh, Bruder, Alter, was ist denn hier passiert? Oh Gott, ich muss hier ganz schnell raus! Oh mein Gott, die ganze Bude ist am Brennen, Alter! Mach den, ruf den Fahrstuhl! Ich hab ja gesagt, Digga, er soll kein Mist bauen. Ja gut, ich würde dann sagen, Digga, das hat sich erledigt. Oh Gott, ich krieg einen Anruf. Ja, hallo? Irgendwas hat in der Wohnung geknallt. Ein Knall aus der Wohnung? Nee. Ein Nachbar hat mich in Panik angerufen und meinte, es hätte in der Wohnung geknallt. Alles gut. Okay, gut. Ja, du, ich hab heute früher Feierabend gemacht, ne? Die haben sich heute sehr gut benommen und sind früher schlafen gegangen. Ja? Ja. Ja, ich melde mich dann mal wieder, wenn ich Zeit habe. Ja, mach das ja, dann, okay. Okay. Hm. Super, dann bis bald. Tschüss, tschüss, ciao. Tschüss. Oh, Digga. Ich bin geliefert. Leute, das war's auf jeden Fall wieder mit einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Like da, wenn dem so ist. Und über ein Abo würde ich mich freuen. Aktiviert die Glocke, das ist der heftigste Support, wisst ihr auch. Und danke fürs Zuschauen. Ein ganz dickes Küsschen. Deno. Out!